Es geht darum, das CO2 im Meeresboden zu speichern. Es gibt, der rechtliche Rahmen sieht so aus, dass es aus guten Gründen verboten ist, CO2 direkt im Ozean zu verklappen. Aber es ist jetzt erlaubt, in verschiedenen internationalen Vereinbarungen das CO2 in den Meeresboden, also in den Untergrund der Meere, zu verpressen. Dazu laufen auch schon eine ganze Reihe von großindustriellen Vorhaben. Besonders in der Nordsee ist also die Statoil Hydro aus Norwegen sehr aktiv. Die verpressen jetzt schon im industriellen Maßstab CO2 in den Buntsandstein in der Nordsee und auch in der Beringsee in größeren Wassertiefen. Uns interessiert herauszufinden, was eigentlich die sicherste Art der CO2-Speicherung ist im Meeresboden. Und wir denken, je tiefer wir gehen mit der Wassertiefe, desto sicherer wird das. Das liegt einfach an den physikalischen Eigenschaften von CO2. Wenn wir CO2 im Tiefseeboden speichern, dann haben wir eine doppelte Sicherung. Dann ist es so, dass das CO2 eine größere Dichte hat als Meerwasser, also nicht aufsteigt, sodass das Leckagerisiko gering ist. Und gleichzeitig können sich auch CO2-Hydrate bilden. Das sind eisartige, feste Verbindungen. Und wenn man einen Reststoff, den man nicht mehr in der Umwelt haben möchte, irgendwo sicher entsorgen will, ist es am besten, das immer in fester Form zu tun. Wir müssen gewährleisten, dass die marinen Ökosysteme durch die Speicherung von CO2 im Meeresuntergrund nicht beeinträchtigt werden. Da geht es also um Fragen von Leckagen. Kommt das CO2 da wieder raus oder bleibt es unten? Wir haben, was die Leckagerisiken angeht, selber also 12 Jahre Forschungshintergrund zur Leckage von Methan aus dem Meeresboden. Das ist also hier in Kiel am IFM GEOMAR in unserer Gruppe ganz intensiv untersucht worden, über 12 Jahre. Und jetzt bringen wir dieses Know-how aus der Grundlagenforschung in die Anwendung. Und die Anwendung heißt eben, mit der Politik zu sprechen und gerade mit der Wirtschaft zu sprechen und gemeinsame Konzepte zu entwickeln, wie man denn jetzt auch den Klimawandel besser in den Griff kriegen kann. Wir haben dazu ein großes Projekt auf die Beine gestellt, was auch eng mit dem Exzellenzcluster verknüpft ist. Das Projekt heißt Sugar, ist ein nationales Projekt zu den Gashydrattechnologien, wo es sowohl um die Speicherung von CO2 geht, als auch um die Erdgasgewinnung. Da ist unsere Kernidee, die Speicherung ökonomisch attraktiver zu machen, dadurch, dass wir gleichzeitig Erdgas gewinnen. Es gibt also enorme Vorkommen von Erdgas in Form von Methanhydraten, auch solche eisartigen Verbindungen. Und unsere Idee ist, da CO2 einzuspeisen aus Kohlekraftwerken, dann entsteht spontan CO2-Hydrat. Das Methanhydrat wird umgewandelt in Erdgas und das Erdgas kann gefördert werden. Da ist im Augenblick so eine Art Goldrausch ausgebrochen international. Es gibt also sehr viele Länder, die ganz aktiv zu den Methanhydraten forschen. Eigentlich intensiv erst seit 2-3 Jahren. Weil jetzt die Öl- und Gaspreise so hoch sind, dass diese Ressource plötzlich wirtschaftlich interessant wird. Und ich denke, dass es eine Menge Vorteile hätte, wenn Erdgas aus den Methanhydraten gefördert würde. Erdgas ist also unter den fossilen Energieträgern bei weitem der umweltfreundlichste. Wenn man also etwa Erdgaskraftwerke betreibt und damit Kohlekraftwerke ersetzt, dann wird bei der gleichen Menge an Energie, die man produziert, nur halb so viel CO2 frei. Es werden auch keine Schwermetalle und keine Flugstäube emittiert. Und außerdem ist es so, dass eben zurzeit das Ganze auch eine starke geopolitische Komponente hat. Es gibt nur wenige Länder, die zurzeit über konventionelle Erdgaslagerstätten verfügen. Die liegen vor allen Dingen am Persischen Golf, am Kaspischen Meer und an der Nordsee. Und die Nordsee-Vorkommen sind langsam erschöpft und die anderen Vorkommen sind eigentlich alle nationalisiert und es gibt eben viele internationale Konflikte, wie zum Beispiel die Krise jetzt im Kaukasus, die diesen Ressourcenhintergrund haben, die den Hintergrund haben, dass eben nur wenige Länder über das Erdgas verfügen, was alle haben wollen. Und es ist zurzeit so, dass die großen Firmen, die Erdgas vertreiben, wie zum Beispiel E.ON Ruhrgas, eben limitiert sind. Die haben also viel mehr Nachfrage, als sie selber anbieten können. Und wenn wir jetzt also Erdgas aus den Hydraten fördern könnten, dann würden wir wahrscheinlich auch geopolitisch ein ganz anderes Bild haben, weil diese Gashydrate überall zu finden sind. Alle Küstenländer können die praktisch vor ihrer eigenen Haustür finden. Wir könnten mehr Erdgaskraftwerke bauen, dadurch Kohlekraftwerke ersetzen. Und das Ganze ist auch für die erneuerbaren Energien sehr wichtig, weil die Erdgaskraftwerke auch im deutschen Stromnetz die ganz wichtige Rolle haben, Stromschwankungen im Verbrauch und in der Produktion auszugleichen. Die Erdgaskraftwerke sind nicht nur effizienter und CO2-ärmer, sondern die kann man auch hoch und runter fahren ohne Effizienzverluste. Deswegen fangen die also heute schon im Stromnetz die Stromspitzen ab
Und je mehr Wind wir einspeisen, Windenergie in die Stromnetze, desto mehr Erdgaskraftwerke brauchen wir eigentlich. Und die werden zurzeit nicht gebaut, weil einfach nicht genug Erdgas auf dem Markt ist. Einmal gibt es die Kraftwerkstechnik, die man entwickeln muss. Da gibt es im Wesentlichen drei verschiedene Technologielinien, die jetzt gerade zur Anwendung gebracht werden. Also einmal kann man Rauchgaswäsche machen, das heißt am Schornstein wird das CO2 am Kraftwerk abgeschieden und dann im Untergrund gespeichert. Eine zweite Variante ist, Kohle in Zukunft nicht mehr in Luft zu verbrennen, sondern in reinem Sauerstoff. Das ist das Oxyfuel-Verfahren. Dann bekommt man ein Abgas, was reines CO2 ist, was dann leicht komprimiert und gespeichert werden kann. Und eine dritte Variante, die jetzt eben bei Köln im großindustriellen Maßstab realisiert wird, ist die Kohlevergasung. Da macht man aus Kohle Wasserstoffgas und CO2. Wasserstoff kann man für die Energiegewinnung einsetzen, man kann damit auch Auto fahren und andere Zwecke verfolgen. Und das CO2 wird eben wieder abgespalten und im Untergrund gespeichert. Das sind die neuen Technologielinien. Und dazu wird jetzt Infrastruktur aufgebaut, sowas wie Pipelines, Umschlagshäfen fürs CO2, um es offshore zu verschiffen. Und das ist eine sehr, sehr große technologische Neuentwicklung, die jetzt läuft mit sehr viel Geld. Und ist eben eine der Wege, die CO2-Emissionen in den Griff zu kriegen. IPCC und auch der Stern Report sagen, dass es eigentlich im Wesentlichen drei Maßnahmen gibt, die man gleichzeitig fahren muss. Das ist Steigerung der Energieeffizienz, das ist Ausbau der erneuerbaren Energien und drittens eben diese Carbon Capture and Storage Technologie, das heißt diese CCS-Technologie mit der Abscheidung und Speicherung von CO2 im Untergrund. Und wir werden alles drei gleichzeitig machen müssen. Das sind also nicht alternative Pfade, sondern eigentlich sind sich alle internationalen Experten einig, dass wir das Problem nur gelöst kriegen, wenn wir alles gleichzeitig machen, und zwar möglichst schnell.